Was meinst du, welche gewöhnlichen Objekte und Formen uns helfen können, Mordecai von der Regular Show zu malen? Nehmen wir zuerst ein Ei. Wir malen es auf der Seite liegend als Mordecais Kopf. Dann kommt der Schnabel dazu. Dafür ist eine Haarklammer das Richtige. Nimm die Mitte des Eis als Startpunkt und lass den Schnabel nach links aus dem Kopf ragen. Achtung, ein Wasserball! Zwei solche Bälle können wir als Augen nehmen. Wir malen sie oben auf den Schnabel. Eins ragt über den Rand des Gesichts raus. Dann kommen zwei Punkte als Pupillen dazu. Da-dum, da-dum, ein Hai! Wir brauchen aber nur seine Rückenflosse. Sogar zwei davon, verschieden groß. Die vordere ist größer, die hintere kleiner. Die große Flosse fängt am oberen Rand des linken Auges an. Dann malst du die kleine Haiflosse. Fang am Ende der großen damit an. Jetzt fehlen im Gesicht noch ein paar Details. Hier und dann noch hier. Zwischen die Augen malen wir einen kleinen Höcker auf den Schnabel. Jetzt radieren wir alle Linien aus, die wir nicht brauchen. Riechst du das? Würstchen! Davon brauchen wir eins für den Körper. Natürlich malen wir den Würstchenkörper direkt unter seinen Kopf. Und was ist mit seinen Flügeln? Ich wollte sie Arme nennen, aber er ist ja ein Blauhär, darum sind es Flügel. Sie haben eine merkwürdige Form, wie Krawatten mit Federn an den Enden. Male dazu eine gerade Linie in die Mitte seines Körpers. Fang direkt unter dem Hals an. Jetzt die Finger. Und die Linie geht wieder hoch zum Kopf. Der andere Flügel wird teilweise vom Körper verdeckt. Nehmen wir Schnur für die Beine. Die sind so lang wie der restliche Körper. Also markiere einmal die Körperlänge, so, und dann die gleiche Länge nochmal darunter. Male ihm die Beine lang und dünn. So, was machen wir mit seinen Füßen? Lass uns Schere, Stein, Papier spielen. Und die Füße sehen so aus wie die Schere. Jetzt malen wir ihm noch Federn auf den Rücken und radieren alle überflüssigen Linien aus. Ein paar Linien verschönern seine Federn und Flügel. Und noch eine über der Brust. Jetzt fehlen nur noch viele Linien an seinen Beinen. Und fertig ist Mordecai. Oh!